Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paulis Camper Talk vom Caravansalon Düsseldorf 2024. Wir als ältester Concorde-Händler lassen uns es natürlich nicht nehmen, auch mal hier kurz vorbeizuschauen und euch die eine oder andere Neuheit zu präsentieren. Die, die unsere Folge aus dem letzten Jahr noch kennen, wissen, was ich für ein großer Fan bin von der Rundsitzgruppe. Dieses Jahr hat Concorde hier wieder was vorgestellt, was mich persönlich von den Socken haut. Ich finde das Fahrzeug verdammt geil. 10 Meter Liner mit der ein oder anderen Überraschung, die wir uns gleich drinnen anschauen. Der Liner 990 RLi. Wie der von innen aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Aber vorab sehen wir hier schon mal die neue Aufbautür, die, wie ich finde, auch sehr gelungen ist. Innen drin schauen wir ihn jetzt an. Kommt mal mit. Ähnliche Position, wo ihr mich findet wie im letzten Jahr. Auch hier wieder massig Platz. Und wir sind in einem Liner. Schaut euch das an. Alphatronics Fernseher, der hochfährt. Große Rundsitzgruppe, große Küche wieder. Hier die neue Bedienung von der Tür. Das heißt, wir haben hier ein Touchfeld, was sehr cool ist. Wir haben zack, oben auch immer noch unsere Kleiderhaken jetzt hier neu. Und ihr seht, wir rennen hier voreinander weg. Wir haben massig Platz. Ihr seid übrigens gerade schon im Badezimmer. Hier natürlich wieder enorm viel Stauraum für die Kleidung. Das heißt, ich kann morgens hier zumachen, mich fertig machen und muss nicht mal mehr ungestylt aus dem Haus gehen. Ansonsten klar, Techmarze Hackertoilette, das sind alles Sachen, die seid ihr gewohnt von der Firma Concorde. Highlight ganz klar nach vorne. Wir können dieses Fahrzeug sehr gut zum Arbeiten nutzen. Das heißt, vorne wird gearbeitet. Zack, Laptop raus. Ich kann hier bequem arbeiten. Vorne natürlich auch den Fernseher. Über mir das Bett, was wir als Hubbett natürlich wieder runterfahren können. Ja, ich finde, dieses Fahrzeug ist wieder enorm gelungen. Dieses Fahrzeug ist einfach meiner Meinung nach zum Verlieben. Concorde hat den Liner hier auf einem Atego gebaut. Da solltet ihr weitere Fragen haben, innen habt ihr ihn gesehen, wir zeigen euch noch ein paar Impressionen von draußen. Meldet euch gerne, wir sind die nächsten anderthalb Wochen natürlich auf dem Caravansalon vertreten. Auch bei Concorde, wie gewohnt, wie jedes Jahr. Und ja, meldet euch. Ansonsten viel Spaß auf der Messe und bis zum nächsten Mal. Ciao.